Hallo. Was geht? Ja, die Welt lädt ein wenig, aber ja, wir starten heute mit harter Verspätung. Aber ja, ich war bei der Krankengymnastik, habe mich quälen lassen und habe eben fix noch was gegessen und jetzt können wir starten. Was machen wir jetzt? Erstmal unten bei den Bienen gucken. Okay, wir brauchen noch eine. That's alright. Oh, da haben wir ein bisschen was. Das ist awesome. Oh, 13.000, sauber. Das ist so ein bisschen was, ne? Aha, kommst du jetzt oder kommst du nicht? Ja, so. So. Gucken wir mal eben bei René. Na? Na? Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Nee, alles gut. Wieso sollte Okay. ich böse sein? Ach, boah. Du bist vielleicht Content geworden. Ich bin Content geworden wegen Internet. Ja. Das hat so gut gepasst. Habe ich noch nicht gesehen, werde ich mir mal angucken. Aber ja, ich habe gestern so hart Internetprobleme gehabt. Heute geht zum Glück. Ja, sauber. Muss ja auch mal einen Tag vernünftig gehen, ne? Ja, sonst wäre ja langweilig. Aber lass mich raten, du bist bei Vodafone. Ja, bin ich tatsächlich. Da bin ich Und auch noch mittlerweile weg. LTE. Und auch noch Oh LTE. Gott, Das, okay. ja, ich komme vom richtig tiefen Land. Also halt, da habe ich fast nur Bauern als Nachbarn. Und das Ding ist, wir haben hier noch Kupfer. So, und mit Kupfer hätte ich gerade mal ein Mbit im Upload und 5 im Download. So, Oh, mehr oh geht nicht. Gott. So, Ja, und nee. jetzt mit den LTE, ich habe extra so einen Satelliten draußen, also so eine Outdoor-Antenne quasi. Und die ist auch extra Richtung Masten gerichtet im Dorf und so.
Wenn das gut läuft, habe ich halt sogar 100 Mbits im Download und so 25 im Upload, wenn es gut läuft. Aber das ist sehr selten der Fall. Das ist meistens so zu ganz guten Tagen, wo das Wetter gut ist, um 3 Uhr nachts, dann, das heißt, wenn es gut läuft. So, ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Für Normalzeiten, sage ich jetzt mal, liege ich denn so zwischen 30 bis 40 Mbits im Download und 15 bis 10 im Upload. So, ne? Das ist so das Normale. Aber das bringt mir auch nichts, wenn ich gar kein Netz habe oder teils derbste Einbrüche habe, weil vom Sender nichts kommt. So, dann kann ich hier den besten Empfänger stehen haben und wenn der Sender nichts rausgibt, dann ist es doof, ne? Ach Gott. Okay, das ist ja noch schlimmer als bei mir. Ja, deswegen, also das ist schwierig. Ja, ich habe mittlerweile Glasfaser, das ist ein Unterschied von Welten. Ja, glaube ich wohl. Ich war mal beim Kollegen in Hannover. Das ist ja auch relativ große Stadt, sage ich jetzt mal. Ja. Mit meinem Rechner hatten wir LAN-Party gemacht und hatten eine Gigabit-Leitung, ne? Alter, war das ein Luxus, da mal einmal zu streamen und Spiele und so zu updaten und zu downloaden. Ey, man kam sich vor, ey, was ist man hier in der Parallelwelt, wenn man nur so schlechtes Internet gewohnt ist, ne? Ja, kann ich verstehen. Aber. Das ist richtig heftig. Oh, krass. Naja, ich wollte nur mal Hallo sagen. Ich werde mal jetzt versuchen, irgendwie was zu bauen und. Ja, bin ich auch noch gerade bei. Ich bin gerade dabei, die Produktion für HDB-Cheats herzustellen, die Mechanismenrüstung zu machen, weil der Reaktor steht, die Turbine auch, die Fizzle-Fuel-Produktion steht auch von zwei Seiten aus. Einmal die Waste-Produktion, also aus Waste dann wieder Fizzle-Fuel machen und einmal die Standard-Fizzle-Fuel-Produktion. Ja, ja, cool. Ja. Aber reicht leider für den dicken Reaktor immer noch nicht aus. Also ich werde wahrscheinlich dann noch eine normale bauen und noch eine Waste. Also den einen Raum werde ich alles voller Waste-Produktion machen, weil ich produziere ja so viel Waste, dass ich da eigentlich, keine Ahnung, 5 bis 6 Produktionen dran laufen lassen kann. Und von den Standard baue ich dann halt gleich 2, weil die nehmen halt übelst viel Platz weg, ne? So, dann musst du halt dann den Schritt machen, um das herzustellen, um dann wieder das herzustellen, um dies herzustellen. Dann brauchst du Sulfur und Fluorid und keine Ahnung, alles mögliche. Da brauchst du wieder Garden Clutches da unten, damit du da eine dauerhafte Produktion nur für das hast, quasi anziehst, ne? Ja. Deswegen alles sehr platzfressend. Auf jeden Fall, also sobald man mit Fizzle Fuel anfängt, ist das echt Katastrophe. Ja, aber naja, es lohnt sich ja, also gerade wenn ich die Rüstung machen möchte und Alter, das Ding macht Strom, ey, also dann, ich muss mir nochmal eine große Energiezelle machen, weil sonst mit 2 Reaktoren, die ich jetzt habe, ist das, ich habe so eine Überproduktion, also der Reaktor kann die ganze Zeit ausbleiben, weil einmal Turbine vollgeladen mit 33 Giga FE, ne, und dann das kannst du ja nicht mehr anmachen. Ich wollte gerade sagen, das kannst du auch nirgendwo verbraten, außer du fängst irgendwann an mit You Matter oder sowas. Ja, das will ich ja auch noch, aber dafür brauche ich ja dann auch immer die Fusion-Reaktor, ne? Ja, genau. Naja, ich werde jetzt Bienen bauen und vielleicht mal anfangen mit Dekorieren oder sowas, also da mal gucken. Ja, nice, viel Erfolg. Ich guck später nochmal vorbei, ich hatte mich gesehen, du hast die Krone gemacht, das will ich mir später mal nochmal angucken. Jo, gerne. Alles klar. Dann schönen Abend noch. Jo. Ciao. So. Okay. Ja, genau, hat er ja auch gerade gesagt. Hast nirgendwo irgendwo wirklich die Umsetzung, schmeißt einmal an, alles voll und dann kannst du wieder alles lassen. Also das ist ja mit dem echt, ups, falsch geklickt, mit dem echt krass. So, Base. So, was brauchten wir denn noch? Ah, okay. Was natürlich auch ein bisschen sinnbefreit ist, ne? Aber kann man natürlich gerne machen. So. Krass. Oh. So.
ich würde das gerne bauen. Ja, also ganz entspannt. Aber irgendwie doch ein kleines bisschen schade drum, muss ich ja sagen. Ne? Dass man hat da so eine große Energiequelle und nutzt sie ja irgendwie dann doch nicht. Es wäre irgendwie schön, wenn man das auch anders machen könnte. Nein. Ja, okay. Da hast du natürlich recht. Und die nehmen noch nicht mal mehr die Hälfte, also vielleicht ein Viertel des Platzes ein. Und sehen meines Erachtens nach noch ein bisschen besser aus. So, ich will noch mal eben gucken, wie ich Silicon Bees herstellen kann. Nomad und Reed. Habe ich eine Nomad? Nee. Reed? Ja, die habe ich. Ja, auf jeden Fall. Ashy. Dirt. Okay. Ja, deswegen ganz entspannt, ne? Und, den Fischen brauchst du ja wirklich nur für das Waste, also, ja, Größenwahn ist auch immer nett. Sonst würde da der Totenschädel nicht hängen. Oder?
So, ich will jetzt mal was ausstellen. Ausprobieren. Ich habe nämlich jetzt mal einen Bilder gebaut und mit dem würde ich mal gerne testen. Das ist ein kleines bisschen übertrieben, würde ich sagen. So. Das ist doch Wahnsinn. Also das ist wirklich krass. Ja, das wäre definitiv ein kleines bisschen übertrieben. Ja, das wäre ein bisschen echt hardcore.
Ich muss doch einen höher abbauen als gedacht. Kack. Ja! Die waren wirklich übertrieben. Okay, wir müssen hier. Ja. Also, als Stromkabel fand ich die auch geil. Die sahen aber auch absolut genial aus, muss man dazu sagen, ne? Oh, sorry. Oh. Was bist du? Ashing Mining. Geist. Noch mehr Viecher. So. Ja, war das, du brauchtest wirklich dieses Kyro-Zeug, damit du das als Flüssigkeit herstellst und nach hast du dann, konntest du dann die Sachen herstellen, ne? Und musstest dann die Kabel auch noch damit beladen, sag ich jetzt mal. Ja, okay. Alter, das ist auch schon Next Level. Ashy Mining Bee. So, ich brauche einen Nomade Bee. Ich habe mir gestern übrigens noch ein Video zu den Türmen angeguckt. Ja, das ist echt
schlimm. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen will. Aber ich glaube, den hier entfernen wir erstmal, weil den Unterkiefer habe ich jetzt hier gesaved. Das ist ganz nice. Da so ein, zwei Ideen für den Turm oder für die Türme, aber die werden dann noch größer, weil rund fand ich nicht ganz so cool. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, ist nochmal uff. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das plane. Funktioniert das? Ah! Der Bilder läuft wieder. Nice. Wow. Nee. Aber das ist ja auch mal mega die Idee. Pirate Towers. Aber das wäre schon, ist zwar nicht das, was ich so gedacht habe, ne, aber das sieht schon relativ nice aus. Wäre an sich auch eine geile Idee. Toll. Jetzt hast du meinen Plan durcheinander gebracht. Aber das wäre halt, vielleicht kann man das so. Ja, aber ich bin echt sehr schlecht in dem Ganzen. Ich wüsste auch gerade aus dem Kopf nicht, wie ich das geschickt machen könnte. Oh, fast 100 Tage gespielt. Jetzt wird's ganz verwirrend. Ja, das war auch eine Idee, die ich hatte. Das hakt jetzt zwar alles ein bisschen, aber mein Gott. C-Schnellreise. Wo war denn jetzt hier ein Tower? Kann ich das Hub ausblenden?
Ja, ich denke mal, weil ich hier gerade am Fliegen bin. Oh. Guck mal, das hier könnten wir aus den Lightblocks oder mit hellblauen. Und dann bauen wir eine Kugel und die lassen wir. Okay, was sagst du? Wenn wir das hier ist unsere Mittelröhre und das hier ist unsere Deko. Ey, das sind die Geister, die ich rief und jetzt mich verfolgen, würde ich sagen. So, ich würde sagen, nutzen wir das hier mal als Baugebiet oder gehen wir... Wie machen wir das am schlausten? Ja. Ah, nee, ich brauch den Mittelteil. Dieser Teil hier, also das hier muss 17 Blöcke sein. Und dann würde ich den Rest rum dekorieren. Und dann macht man das einfach. Guck mal, den Teil hier unten. Und das hier würde ich über. Vielleicht über Create eine kleine Sphäre machen, die ich drehen lassen kann. Ja, genau. Aber das ist sowas von die geile Idee. Ich hatte vorher sowas gedacht wie. Wie heißt es denn noch? WoW Burning Crusade Gate oder The Dark Portal. Aber da war ich mir auch noch nicht sicher, wie genau ich das mache. Oder Dark Tower.
Irgendwas hatte ich hier gesehen. Ach nee, das ist hier nicht. Ich weiß gerade nicht, woher ich das hab. Aber das sah auch nice aus. Aber das hier. Und jetzt ist die Frage. Dieser Mittelteil hier wird unsere Farming Area sein. Jetzt ist die Frage, wie groß das sein muss. Na. Aber das hier könnte ein einzelner Block sein, der hoch und runter geht. Und das dann alles schön dunkel. Das hier weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Vielleicht nimmt man hier von Refined Storage irgendwie diesen Standard-Crafter und nutzt den einfach als Deko-Block. Oh fuck, der muss angeschlossen sein. Aber da könnte man auch einfach nur den Refined Storage Block irgendwie an Strom anschließen und die Kabel nutzen, um dann die Beleuchtung zu machen. Die weiße Röhre? Du meinst das hier? Ich hätte jetzt diesen Mittelteil hier so groß gemacht wie die Röhre. Und dann außenrum einfach nur dekorieren, auch diese schwarzen Teile, oder wie? Lost Soul in an nice. Ja, das ist eine super Idee. Also gehen wir in die Mining Dimension. Und ich würde sagen, wieso ist hier ein einzelner Tower? Okay. So.
Ja, deswegen habe ich gerade den Untergrund gesetzt, weil das schon wieder so komisch geworden ist. Dankeschön, der rote Turm. Wir sind gerade dabei, einen Turm zu bauen. Genau. Nee, Point. Zwar haben wir uns gerade von Palworld den Turm angeguckt und das sah eigentlich recht nice aus. So. Extra, nee, Cable Mods. So. Cable. Nomad. Cage. Ist die schon wieder da? Ah. Ah, Gott sei Dank. Y66. Machen wir 3 runter. So.
Okay. Das geht ja in Ordnung. Ja, die habe ich im Kopf. 17 mal 17 groß muss der Dingens werden. Oh, der wird nicht mitgenommen. Cool. Oh. Okay. Also ich habe den wie heißt das gleich noch? Stick und Cobblestone. Oh. So. Wo war ich? Oh, ich habe mein eigenes. So. Ja, genau. Nee, 17 mal 17 ist die Turmgröße. Hatte ich schon ausgemessen. Das können wir uns gleich mal angucken. So, hier in die
Mitte passt genau das Feld ran und ich kann hier noch außen rumlaufen. So war ja die Idee. Und ich habe das jetzt 33 hoch gemacht. Nicht rum. Guck mal, dann kann ich diesen Außenbereich da hochziehen. Meinst, dass ich direkt auf 66 gehe? Aber das finde ich ein bisschen sehr hoch, oder? Ja, da hast du recht. Aber ich weiß nicht, ob das einfach zu übertrieben ist. Aber guck mal, breit ist er ja, nur nach oben hin wird er schmal. Guck mal, das hier ist jetzt der untere Bereich. Das sieht ja sogar größer aus als das hier. Ich glaube, wir müssen noch mal in Palworld rein und mal tagsüber Screenshots machen. Guck mal. Ich finde, ich sehe gerade ausreichend, oder? Guck mal, dann machen wir das hier oben.
Genau, die innere Röhre bis zur Kugel. Deswegen hätte ich eher gesagt auf 30, weil wir haben ja ungefähr die dreifache Höhe als Tower selbst. Ich glaube, der wäre ein bisschen hart zu groß für die Welt an sich. Also, ich würde jetzt sagen, wir setzen den Turm in Höhe 30 in die Mitte. Einfach nur erstmal so. Und fangen an, unten die Plattform zu bauen. Und dann diese Tower hier. Und machen hier so nochmal einen größeren Kreis drum, der eine Dreierhöhe hat. Der dann hier so drum geht und hier unten drum. Und dann könnten wir hier schon mal gucken, wie hoch das wirklich ist. Auch mit dem hier. Und dann können wir den restlichen hier definieren. Ja, am Anfang, aber wir können ja noch oben draufsetzen, wenn der Bereich hier zum Beispiel... Ja, aber da gucke ich jetzt einfach mal, würde ich sagen. Also ich würde jetzt einen 30er Turm in die Mitte setzen und dann gucken, wie die Teile hier aussehen, wie das Verhältnis dazu ist, ob es wirklich gut aussieht oder blöd. Okay. Können wir eben fix machen. Das ist ja kein Problem. Stream Delay ist ein bisschen blöd. Aber das ist ja zum Glück schnell geladen und Minecraft läuft einfach im Hintergrund weiter. Ah. Ja. Du meinst diesen Ring hier, ne? Na, guck mal, wie schmal der ist. Man könnte es natürlich auch machen, dass wir hier oben halt nur eine 30er Höhe haben, aber wir können ja noch... Ja. Okay, also, dann würde ich sagen, dass wir, weil das hier wäre ja ein Block, dann wäre das hier ungefähr 4er Höhe. Das ist auch ein bisschen little, ne? Aber was ich sagen würde, wäre, wir bauen erstmal nur den Grund hier
Und das Gute ist ja, wir können ja auch noch in Minecraft, wenn wir sagen, okay, hey, bei 37 endet das hier oben, dann gehen wir einfach noch nach unten für die Bauflächen vom für die Farm. Wir müssen ja nicht nur nach oben gehen, wir haben ja auch noch 66er Höhe. Wir können knapp 110 Blöcke noch nach unten gehen. Also das wäre ja auch ordentlich was. Auf zwei Seiten sogar noch. Also haben wir da noch ungefähr unter uns circa 200 Blöcke unter uns. Ja. Ja, ich habe sowas noch nie gemacht. Also das ist für mich komplettes Neuland. Okay. Bauen wir das direkt in Schwarz? In Weiß, damit ich einfach besser sehe, oder? Bitte was? Da hast du recht. Wie gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht. Macht natürlich voll Sinn. Und dann mache ich einfach nach und nach die Bereiche, wie ich sie haben möchte. Ja, bis jetzt. So. Ups. Wir hier eben noch einen Boden einsetzen, damit ich hier auch rumlaufen kann, ohne irgendwie ins Void gesackt zu werden. So. Also, das hier, okay, guck mal, wenn das hier jetzt, dann würde ich das hier 5er Ring drum setzen, 5er Ring. 2, 3. Nee, so. 7er Ring. 6er Ring und 5er Ring. So. Ja. Ich war gerade am Überlegen. Ich wollte jetzt hier erstmal die Treppe einbauen. Wie man da hochkommt. Aber ich glaube, ich würde das hier jetzt nochmal erweitern. Und zwar so. Black. Guck mal, dass du dann
So, hier fängt der Fußboden an. Ja? Also die Tür hätte ich mir wirklich gespart, weil die... Ups. Drei. Kann ich das als Sechseck nehmen? Moment, ich kriege Spam. So. Spam, Scam. Bots. Weiter. Spam. Wie findest du da das Sechseck als Plattform? Das sieht echt hart klein aus, oder?
hier bin ich jetzt bei 6 Blöcken. Warte mal. Wir sind jetzt hier bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Ja. So. So. Warte mal, ich guck mal, ob es Minecraft Hexagon Tool. Ja, merke ich auch gerade. Ja, das war aber ein Hexagon, ne? Okay. Ja, ne?
Okay, also machen wir hier mal eben Shapeless. Ich habe nämlich ein Tool gefunden im Internet. So. Okay, jetzt ist die Frage, was für ein Durchmesser wir nehmen. Wir haben hier jetzt, dann bauen wir hier direkt auf den Fußboden und die Treppe können wir ja später. Oder bauen wir direkt mit der Treppe im Kopf? Was sagst du? Weil eigentlich war ja geplant, Und eigentlich war auch geplant, hier direkt irgendwie mit, wie heißt es gleich noch, mit einer Mauer ranzugehen. Plus 10 Plan. Von der Mitte des Turmes? Oder meinst du hier vom Außenbereich aus? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das wären 10. Radius plus 10. Okay. Okay, also das hier wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das hier 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das hier hoffentlich auch 1, 2, 7, 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, das wären dann 18, 32, eigentlich ein... Plus 1. 37 war. Und... Also 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Okay. Mitte. Oh ja. Die mich aber einfach nur... Die mich beim 10 unterstützen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 10. 2, 3, 4,
6, 7, 8. Ja, ich. Das. Wir kriegen das schon irgendwie hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt hier noch den letzten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, wenn man die richtigen Tools verwendet, sieht das ja auch ordentlich aus. Okay. Ups. Meinst du, ich muss mir das irgendwie bildlich vorstellen? Okay, diese weißen Teile sehen aus, als ob sie genau die Größe von diesem Eck hier haben. Also wenn man jetzt mal hier guckt, hier ist ja die Schräge und dann geht es direkt hier. Hier oben sieht man, ob... Elften Block. Nee, die Höhe davon, um ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht. Aber wenn, weil ich ja noch nicht die Proportion genau weiß. Weil wenn wir das jetzt... Okay, sagen wir jetzt einfach mal 11. Block, das wäre dann... Hier. So.
Ja, mit dem Tool hier kriege ich das hin. Machen wir das Oktagon in gleicher Größe eigentlich? Ja, ne? Ja. So, ich glaube, da machen wir einfach ein Sechseck, oder? Oder ein Fünfeck? Ich glaube, ein Fünfeck ist am einfachsten. Meinst du, das sieht genau gleich groß aus? Weil, guck mal, das geht hier gerade hoch einfach. Ja. So. Genau. Okay. Dann wird's jetzt hart nervig. Guck mal, ein Oktagon sieht echt kacke aus, wenn man das dreht. Da hätte ich jetzt echt so ein Hexagon genommen und das gedreht. Irgendwie auf 90. Weil dann haben wir trotzdem noch denselben Durchmesser von 37. Und weil das hier sieht so aus, als ob es genau hier mit dem Oktagon abschließt, oder? Oder machen wir das einen Ticken größer, damit die Ecke hier rausguckt? Gehen aber die Mauern hier seitlich gehen trotzdem so durch. Das heißt, wir schneiden hier das Hexagon ein wenig ab. Weil hier sieht das so aus, als ob das im Halbkreis reingeht. Und dann als Oktagon. Hexagon, okay.
Ich glaube, hier muss man... Moment. Hier bin ich mir unsicher. Guck mal, wenn wir jetzt einen Durchmesser von 27 nehmen, das sieht irgendwie komisch aus. Also irgendwie... So? Das sieht irgendwie noch komischer aus. Ja, dann haben wir halt immer diese zwei Zweierspitze, ne? Obwohl, jetzt halte ich fest, was ist, wenn wir ein wenig hart übertreiben und die Spitze hier vorne, also die diese Doppelspitze hier, mit Frameblöcken machen. Dass das, was so gesehen hier sichtbar ist, ne? Würden wir mit Frameblöcken auskleiden und den Rest können wir mit normalen Blöcken die Verkleidung machen. Das heißt, alles, was irgendwie von außen sichtbar ist, wird mit Frameblöcken verkleidet. Ja, guck mal, dann können wir die hier nehmen, dann kriegen wir hier eine saubere Spitze mit einem Frameblock hin. Ja. Super, dann würde ich sagen, nehmen wir das 28er. So, wie ist denn der? Aber wir müssen ungerade nehmen. Weil das sieht sonst kacke aus. Aber dann 25er. Ja. Müssen wir mal gucken. Oder wir machen, nehmen nicht dieses Tool hier, sondern bauen selbst. Das heißt, wir nehmen hier zum Beispiel diese Spitze. Ja, irgendwie sieht das hier so wellig aus. Das finde ich halt so irritierend. Weil wahrscheinlich ist das...
So, gibt es eigentlich hier ein Hexagon-Tool? So, was ist, wenn wir jetzt hier einfach mal scherzhaft hochgehen? So, dann sind wir zumindest... Prisma ist doch viereckig, oder nicht? Ups. Moment. Wir einfach erstmal bis so. Ich will nur sehen, wie das aussieht. Sieht das kacke aus? Ja, das ist das Prisma. Streifen auf dem Boden. Das wäre ja der Anfang davon, ne? Du meinst das so, ne? Oder wir setzen ein und dasselbe Oktagon hier oben nochmal hin. Ja. Aber hier sieht sie halt gleich groß aus. Guck mal, hier auch. Das sieht aus, als ob das die Kante von dem Hexagon ist, wo die, wo diese Säule rangeht. Ja.
Ja. Ja, guck mal hier. Dit an die Kante ran. Nach hinten an die Kante und dann. Sieht irgendwie identisch aus. Oder meinst du das hier unten? Das sehe ich ja jetzt erst. Du sprichst die ganze Zeit von dieser Platte hier, ne? Oh mein Gott, ich dachte, du sprichst die ganze Zeit von dieser Platte hier. Okay, die Platte hatte ich überhaupt nicht im Kopf. Ich dachte, du meinst jetzt, wir bauen jetzt an dieser Platte hier. Ja, so, ich hätte dann wahrscheinlich... Das hier wäre wahrscheinlich mein... Das hier wäre zum Beispiel... Hätte ich jetzt als... diesen Teil hier gesehen. Ja. So... Ja, das macht Sinn. Es kommt. Ja, weil hier endet der Zylinder. Ja. So. So, und dann könnte man ja fast sagen. Ja. Fuck. Okay, wie machen wir das am geschicktesten? Also. Ja, hast recht. Also, das hier ist eigentlich die Steinplatte. Die hier, ne? Okay. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob es einfacher ist, wenn wir die hier jetzt... Nee. Dann... Okay. Moment.
also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ist die weiße Außenwand. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre dann die Weite unseres Hexagons. Dann wären wir hier. Gut. Moment. Zwei. Ein runter. Zwei, eins. Zwei. So, also 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Und? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Oh. Okay, aber das kommt auch der Enge, würde ich sagen, gleich, wie das in dem Turm selbst rüberkam. Genau, ich würde das hier jetzt fertig bauen. Genau, das können wir dann ja 1:1 hier unten ransetzen. Oh.
1. Zwei, eins, zwei, drei. Obwohl das passt. Ja, das untere war gedreht. Das heißt, wir setzen das hier unten dann nochmal gedreht an. Das wäre dann 1, 2, 3. Wir würden dann hier starten. Dann hätten wir hier diesen leichten Überpunkt. So. Dankeschön, Jessica White. Er spricht ja nicht von dem Loch, er will ja dieses Waste Barrel, was bei ihm... Ich glaube, das mache ich auch mal eben. Aber er spricht ja von dem... er will ja das volle... Waste Barrel abbauen und ich glaube, das verseucht dann einfach mal die komplette Region, wo er sich gerade befindet und Calvin und Faith sind halt direkt nebenan. Ja, so, dann würde ich mal sagen, machen wir eine kurze Pause, weil das hier geht hart auf meinen Kopf. Okay, dann bis gleich. Joa.
Aber die haben ja Admin-Commands und können alles wegmachen. So, dann bis gleich. Hallo. So. Okay.
Ah. Okay. Ich baue einfach mal weiter. Meinst du die hier oder die hier? Die hier? Die hier. Guck mal, die würde ich nämlich einfach jetzt... Ich habe die falsche erwischt. Guck mal. So? Dann wäre ich nämlich in der Parallelen hierzu. Ja, das hier ist ein Oktagon. Haben wir ja auch gebaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt ist die Frage, wo setzen wir die am besten hin? Setzen wir die hier auf die Kante von dem? So? Das ist ja hier oben direkt irgendwo... Die sind relativ nahe beieinander.
Warte mal. Bevor wir hier weitermachen, nehmen wir doch mal Frames. Du meinst hier hin, ne? Dann setzen wir das hier so. Ja. Guck mal, weißt du, was jetzt meine Frage ist? Wenn wir hier natürlich... Ich weiß nicht, was besser aussieht. Warte mal eben. So, guck mal. Wir haben jetzt hier unsere Gerade. So. Und wenn wir jetzt... hier mit richtige Hexagons bauen. Ich weiß echt nicht, was besser aussieht. Da bin ich mir nämlich gerade sehr unsicher, ob wir das nicht dann eher so bauen. So, wie viele sind die hier? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau, das denke ich nämlich auch. Es wäre ja eher nicht wie hier, weil dann würde es ja weitergehen, sondern eher wie hier. Guck mal, ich will das jetzt hier einmal nachbauen. So, wie...
2, 3, 4, 5, 6. Das wäre ein komisches. So, ziehen wir das hier raus. Warte mal, ich... Ja, ne? Also die Proportionen stimmen nicht mehr. Was ist, wenn wir da... Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir... Kriegen wir das so erhöht? Ne, wir kriegen hier immer nur so einen Zweierabstand. Das ist 24. Aber da kriegen wir auch diese... Ja. Also... Die Frage ist, ob wir das einfach mit den Hexagon lassen. Und
Octagons nehmen. Ja. Nein. Guck dir das an. Also. Das sieht ja noch einigermaßen human aus. Das ist schon absolutes Chaos. Das sieht wieder human aus. Also. Ja, keine Ahnung. Soll ja auch gut aussehen und nicht irgendwie
Kacke. Würde ich jetzt sagen, ne? Ja, guck mal, wenn wir dann sagen wir einfach, guck mal, dann ist das hier glatt, dann geht das von der einen Ecke hoch vom Oktagon und dann setzen wir hier noch einen zweiten einfach ran. Weil wir haben das dann ja hier glatt und dann gehen wir einfach hier mit einem hoch, hier zwischen dann nochmal und schon hast du diesen geilen Effekt, oder? Also das, was wir hier haben. Ich glaube, das sieht wirklich besser aus. Ja, ja, auf jeden Fall, aber so könnte man das ja hier machen. Ja, das war jetzt nur einmal zum Präsentieren, wie das vielleicht ein bisschen besser aussehen könnte. So, wie groß machen wir denn jetzt das Oktagon? Machen wir das mit 29? 23? Wäre dann eine Dreierumrandung? Oder wollen wir bei der Größe des Turms eher eine Viererumrandung machen? Eine Fünfer meine ich. Guck mal, wir haben ja hier doch irgendwie einen gewissen Abstand, dass wir hier eine Fünferumrandung machen mit dem Oktagon. Das wäre dann so. Und dann diese Plattform hier unten, die müssen wir ja nicht unbedingt übernehmen, würde ich sagen, ne? Sondern dann haben wir hier erstmal eine Begrenzung und notfalls können wir die ja auch noch vergrößern, würde ich sagen. Ja. Für den Bau selbst ja, aber ich glaube, ich hätte für, wenn wir das in die Hauptwelt setzen, will ich das ja eher, dass das in das Terrain mit integriert wird. Da hast du eigentlich recht. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Ja. Thank you.
Ups. Genau deswegen habe ich jetzt die Frames gesetzt, damit wir gucken können, wie das, ups, wie das aussieht. So. Das hier ist der Mittelpunkt der Säule. Ups. Hätte ich jetzt gesagt. Ja? Ja. So. Bild. Ich würde jetzt direkt auf die Schräge, also auf die hier, ne, nicht hier, oder? Ne, sonst hier und hier. Das hätten wir von Anfang an machen sollen. Obwohl... Ja, warte mal, aber der Abstand hier sieht viel größer aus, als wir den aktuell haben. Ich hätte wahrscheinlich jetzt eher gesagt, wir haben jetzt die ganze Zeit immer aus dieser Perspektive geguckt. Da sehen die relativ nah aus, aber aus dieser Perspektive sehen die viel breiter aus. Also hätte ich wahrscheinlich eher die Säule jetzt hier hingesetzt. Ja, was ist, wenn wir es gab doch hier noch von Frames die hier. So, warte mal. Die hier ist gefühlt direkt am Anfang.
hier? Oder meinst du eher hier? Okay, ein weiter. Also wirklich die hier, ne? Ups. Dann nehmen wir diese Position. Ist das hier auch noch mal? Das hier auch noch mal ein Drittel? Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig hilfreich. Aber ich wollte jetzt hier mal gucken, die Höhe. Das ist auch wieder ein Drittel, ne? Also auf minus 39. Ja.
Nee, das ist gerade nur Hilfsstruktur, sage ich jetzt mal. Weil das sieht ja danach aus, als ob du das so hast. Guck mal, jetzt sind wir hier. Und dann kommt hier die Kante. Das heißt, ich hätte jetzt wahrscheinlich... Das wäre das hier? Obwohl, hier ist Kante. Dann müssten wir die hier wegnehmen. Kann ich mit dem Screwdriver das wieder rausholen eigentlich? Oh ja, gut. Ich wollte das jetzt mal mit... einfach mit weißem Concrete ausprobieren. Aber Light Gray, oder? Können wir ja mal austesten. Oder ist die Farbe besser? Können wir jetzt eben mal beide austesten. Meinst du das hier? Können wir jetzt hier ja einmal durchtesten. Also, hier haben wir jetzt Light Gray als Konkret fertig. Vielleicht können wir ja das... Ich will mal sehen, wie das mit Powdered aus... Das kommt ja mehr Richtung Weiß, oder? Ja. Das hat zwar den Marmoreffekt, aber ist ein bisschen sehr hell, oder? Calcium.
Die Wolle. Oder? Die scheint nicht so hell, hat eine Textur und hat diesen gräulichen Effekt. Oder? Guck mal, wenn wir die Mason Workbench nehmen. Und dann den, wo war er denn? Den Light Gray Smooth, nee, Concrete Pillar. Smooth. Okay, das sieht hart kacke aus. Ja. Ja, das Light Gray sieht aktuell am besten aus. Oh ja, sehe ich auch gerade. Also, das ist ein perfekter Zeitpunkt zum Schlafen gehen. Ja, und ich muss morgen wieder früh raus. Morgen starte ich den Stream relativ früh. Ich denke mal so irgendwo zwischen 1:30, 2:00, weil ich um 17 Uhr wieder aufhören muss. Ich gehe morgen auf den Spieleabend. Und genau, dann werden wir hier noch so ein bisschen weiter konstruieren und ja, ab genau, Samstag und Sonntag werden wir dann richtig durchziehen. Ich denke mal, dann kriegen wir das auch soweit fertig. Genau, also das ist jetzt der aktuelle Plan, aber ich glaube, das wird richtig geil aussehen. Wenn wir den dann so richtig geil dekoriert haben, dann klonen wir den mit der Space Chamber und packen den doppelt dann rüber. Das dürfte nice aussehen. Und dann kriegen wir das hier unten. Alles, was durchblitzt von dem schwarzen Concrete, dass wir hier so ein richtiges Fundament bauen. Ja, das könnte cool aussehen. Ja, hau raus. Ja, blaues Leuchten ist ja völlig egal, ne? Sagen wir jetzt mal die Kugel hier oder das? Ja, mein Problem mit Simple Lights. Simple. Guck mal. Das,
Das einzige Problem, was ich hiermit habe, ist, dass du diesen grauen Rahmen hast. Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen hätte ich jetzt zum Beispiel dann da auch wieder Frames. Moment. Plastik. Genau, aber was ich halt daran so cool fand, war mit dem Glowstone und dadurch, dass ich das mit dem, ach, wir wollten, nehmen wir Cyan, nee, Light Blue nehmen wir einfach mal. Ja, auf jeden Fall. Aber guck mal, das... Wenn wir dann... Moment, ich muss mir mal eben das Bild zur Seite suchen. Ja, das würde ich, glaube ich, doppelt machen. Dann geht's ja... Moment. Wieso gibt es kein Dreieck? Auf jeden Fall. Okay, dann gute Nacht. Ich finde das mit dem Rot ganz cool. Das machen wir aber ein bisschen dicker. Und, oh ja, meine auch. Und ich glaube, das mit dem Rot sieht dann ganz nice aus, wenn das dann groß hier oben irgendwie dranhängt. Das ist ja etwa so groß wie hier der Mittelteil, den wir jetzt hier gerade
angefangen, also das Zwischenteil hier ist so groß wie das, so ein bisschen zumindest. Ja, also, ich wünsche euch eine angenehme Nacht, erholt euch gut und dann bis morgen circa 13:30, 14 Uhr bis 17 Uhr und genau, und Samstag und Sonntag dann wieder richtig reinballern. Gute Nacht, schlaf gut und dann bis morgen. Ciao. Ciao.